Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Reckoning. Hier ist die Goretti und ich bin auf der Suche nach den Schätzen der Familie Astanom. Ich vermute mal, der erste Schatz wird hier oben auf dem Berge Lee sein. Wieso verschwunden? Ey, jetzt sag nicht, dass ich das auch noch obendrein immer wieder aufs Neue hier übers Inventar aufrufen muss. Das hätten sie aber auch blöder nicht machen können, oder? Also so schön ich das Spiel finde, das hätten sie blöder nicht machen können. Jetzt lass mich mal eben schauen. Doch, hier bin ich schon richtig gelaufen. Ich muss hier irgendwie so in den Pudding. Kann ich mir da einen Marker setzen? Das ist gut. Dann ist das wenigstens nicht verschwunden. Aber ich befürchte, an euch komme ich ohne Kampf nicht vorbei. Noch ein Wölfchen. Wölfchen, lass gut sein. Wolltest du gerade zuschlagen und dann hast du es dir doch noch anders überlegt? Konnte ich dich mal blocken, mein Freund, und jetzt dich auch noch. Und jetzt wirst du das Zeitliche segnen. Es reicht mir mit dir. Und du auch. Geht doch. Mann. Fies Möpp. So. Ach, guck. Wieder verschwunden, ha? Gut, dass ich mir da einen Marker gesetzt habe. Weil das geht hier rein. Oh, da sind ja noch mehr Gegner. Und weitere Ettins. Ich hasse Ettins. Und ich hasse Wölfe. Wow, wie viele seid ihr denn? Wie viele seid ihr denn, mein Freund? Dann den. Nee, nimm mal erst den Ettin. Tilly, nimm mal erst den Ettin. Genau, den nimmst du dir als erstes vor. Du Gute. Oder auch nicht. Boah, hört auf. Geht ja wohl mal gar nicht, mein Freund. Der Ettin. Die hätten mich ja fast alle umgebracht hier. Ja, es sind doch ein paar viele, ne? Bleib doch mal hier, mein Freund. Der ist auch Geschichte, der ist schön. Und jetzt nur noch du, wo? An großer Ettin. Boah, wie viele Runden drehst du da gerade, Tilly? Ich sehe meine Tilly nicht, aber sie schlägt einfach weiter zu. Ist doch okay. Oh, da ist noch ein Wölfchen. Hallo, mein Freund. Für dich nehmen wir mal das kleine Schwert, wo? Das geht ein bisschen schneller. So, dann gib mir mal alles, was du dabei hast. Das. Und da hinten dürfte die nächste Truhe sein. Juhe. Och nö, komm. Wo kommt ihr denn jetzt noch her? Da kannst du schlagen, so viel du willst, mein Freund. Ihr wart, da war doch keiner mehr. Wo kamen diese kleinen Blödmänner plötzlich her? Haben die es gemerkt, dass ich die Truhe auseinandergenommen habe, oder was? Naja, egal. Dann lass mich jetzt mal wieder auf diese wundervolle Karte schauen. Reicht es, wenn ich das hier wahrscheinlich nicht, ne? Also so wie ich das Spiel kenne, muss ich wahrscheinlich auch diese Karte da anklickern und keine Ahnung. Okay, es sind aber nicht mehr ganz so viele, nur noch drei.
Nein, ich will hierhin. Ich möchte da gerne einen Punkt hinsetzen. Und dann würde ich sagen, gehe ich nach Dolve Vane direkt rein. Hier vorne und da oben. Ja, so machen wir das. Mann, Mann, Mann. Kann ich hier einfach runterspringen? Ja, ist der schnellste Weg, mehr oder weniger. Wenn es hier eine Absprungstelle geben würde, hier. Ach, da kann ich einfach so runterlaufen. Ich muss hier gar nicht springen. Das ist gut. Es sieht auch aus, als wäre es auf einem Hochplateau. Ist die Frage, wo? Ist die Frage, wo? Kann ich mich hierhin teleportieren? Weil das sieht alles auf der gleichen Hochplateau aus. Dafür brauche ich die Karte. Warte. Ja, bitte. Aha. Nach Dolve Vane möchte ich allerdings noch nicht hinein. Aber guck, es könnte hier hinter sein, ne? Ist es auch. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Muss ich nicht ganz so viel hin und her. Und das andere war hier in Dolve Vane drin. Schon wieder verschwunden. Oh Gott. Ah. So, dann lass mich mal einmal auf der Karte schauen. Ja, muss ich. Ist alles ganz toll. Ist alles ganz toll. Also irgendwie hätten sie es doch irgendwie anders machen können, oder? Warum muss das immer wieder verschwinden? Da. Lass mich da mal wieder einen Marker setzen. Warum zur Hölle soll Bussas immer wieder verschwinden? Ich meine, man guckt doch oft, eigentlich auch oft genug, hier war ich schon überall, ne? Eigentlich oft genug mal auf die Karte. Wollten die, dass die Spieler noch öfters auf die Karte schauen? Immer und immer wieder, oder? Was war deren Begründung dafür, das so zu machen? Also das, nein. Du Blödmann. Oh, aber die sind mir immer noch lieber als die blöden Ettins. In der Luft habe ich dich erwischt, mein Freund. Was quäkt hier? Du quäkst hier rum. So. Ich denke hier entlang, oder? Ja, 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 ja. Bin ich auf dem richtigen Wege. Keine Reagenzien gefunden. Na dann. So, Entschuldigung. So, und weiter geht's. Da hatte ich gerade einen kleinen Nieserchen. Ein Rieserchensanfall. So, wo ist die Truhe? Da ist sie ja. ...71 Goldmünzen und Napolsborke. Okay. Spiel, du willst mich doch hier veräppeln. Das hat sich ja nun wirklich, wirklich nicht gelohnt. schön. Ich gehe erstmal raus, dann marke ich nochmal die ganzen Truhen, indem ich die Karte aufrufe von der Familie Asta. Und dann holen wir uns Truhe Nummer 4 und zu guter Letzt Truhe Nummer 5. Nummer 4 muss ich so anlaufen. Nummer 5 habe ich, glaube ich, als solches schon entdeckt, ne? Ja. Ja, war ja auch ein Schloss. Also von daher. Auf geht's. Oh, ich hoffe, man hört meinen knurrenden Magen nicht auf meinem Video. Der knurrt gerade richtig laut. So, Inventar, Gegenstände und Asta-Karte. Und dann will ich dich hier markieren. Zack. Chaka. Auf geht's. Alle ab.
Oh, ich dachte, das wird ganz nach unten gehen. Nein, geht es natürlich nicht. Sehr schön. Ist die Frage, ist das auch auf so einem Hoch? Ja, ist es. Das heißt, ich laufe gerade, obwohl ich eigentlich richtig laufe, drauf zulaufe, eher falsch herum. Ich denke, ich muss hier nach oben. Ah. Ihr Fiesen. Ja, jetzt musste ich vorhin zweimal niesen und jetzt will die Nase laufen. Das ist doch alles ganz toll. Ah. Hallo Jungs. Schön, dass ich nicht zu euch rein muss. Schlachters Stab und schwarzer Gohosch. So, Nummer 4. Ahoi. Alles gut da drüben? Naja, okay. Dann nicht. Ihr müsst nicht antworten. Ihr müsst nicht mit mir reden. Oh, ein Wolf. Lass mich mal schauen. Das war hier. Da muss ich hin. Ja, bitte. Das Schwert gefällt mir wohl, was wir auf dem Rücken tragen. So schön rot. Hervorragend. Korgan Holz. Sehr schön, dann will ich mir mal einmal im Inventar mal wieder aufrufen, wo das Ganze ist. Nee. Und, oh, warte mal, hier war ich noch nie? Hier war ich noch nie. Ist ein Ding. Okay, okay, okay. Dann Augen offen halten, würde ich sagen, nach auch anderen Dingen, die man sonst so finden könnte. Alles klar. Hier ist erstmal der Segen von Ithene. Danke für deinen Segen, Ithene. Und hier sehe ich wieder Gegner. Hallo Kobolde. Greift ihr mich an? Natürlich greift ihr mich an. Natürlich greift ihr mich an. Warum eigentlich? Warum ist das so? Ah. Aber das ist ja das Problem von jedem Spiel, so mehr oder weniger. Es gibt immer nur... Obwohl, nein, nein. Und da werden sich jetzt sicherlich viele freuen. In The Witcher ist das nicht so. Da gibt es tatsächlich aber auch völlig egal, völlig unabhängig welches Teil von The Witcher, da gibt es immer Monster, die einen auch mal nicht angreifen. Sei es Vampire, die freundlich gesinnt sind, oder sei es Trolle, die einen freundlich gesinnt sind. Ist eine gute Idee. Da hinten waren noch ein paar. Ach nee, das sind nur diese zwei. Okay, okay. Schade aber auch. Jetzt, Tilly. Ich dachte schon, die wird's nicht machen. Jawohl, 100%. Sollte ich vielleicht auch tatsächlich mal öfters anwenden, egal bei wie vielen Gegnern, damit ich schneller hochkomme, hochsteiger. Ach, da geht's nur wieder zurück, ne? Okay, das sind einfach zwei Wege gewesen. Guck, hier hätte es sich auch gelohnt. Ja, und wie gesagt, in The Witcher haben sie es hingekriegt. Warum nicht in anderen Spielen auch? Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, oh, hört doch mal auf mit den Bomben werfen. Du bist das die ganze Zeit von mir, mein Freund. So langsam reicht es hier. Tschüss. Und danke für das, was du da auch immer bei dir hast.
Kobolde getötet. 10 von 10. Schon wieder so eine... Naja, okay. Ich muss noch vieles davon überhaupt alle umbringen. Ah, nee, nee, nee. So, hier geht es weiter. Ja, und da haben sie es hinbekommen in The Witcher, ne? Oh, hast du mich erschrocken, mein Freund? So, es reicht. Hörst du? Auf mit den blöden Dingern! Wie gefällt dir das, mein Freund? So, es bist nur noch du da. Nur noch du, mein Freund. Du und ich. Geht doch. Alle tot. Alle tot. Ja, und das hattest du aber auch schon in Teil 1 von The Witcher. Ich weiß, Teil 1 habe ich auf jeden Fall zweimal, glaube ich, durchgespielt. Ich kann mich gar nicht dran mehr so genau dran erinnern. Ist halt alles so schon ein bisschen länger her. Und da gab es ein, zwei Monster, die mit Geralt halt geredet haben, ne? Und hier springen sie aus dem Boden und greifen einen direkt an. Und kommen sich auch noch sehr cool dabei vor oder so. Die blöden Monster. Hallo? So, ich glaube, du bist der Letzte. Und ich hätte gerne einen Verbündeten an meiner Seite. So einer, der ständig von der Seite herumpalabert und irgendwelchen Blödsinn erzählt. Prismäre, danke. Schatten, Prismäre. Ach, das ist einfach nur zweimal der gleiche Weg. Moment, wo muss ich jetzt lang? Einfach umdrehen. Tilly, andere Richtung. In diese Richtung. Oh, hier gibt's Truhen. Juhu. Könnte hier auch schon die Truhe dabei sein, die ich ausnehmen muss. Also die wird's schon mal nicht sein. Sonst müsste ich sie nicht knacken. Ja, gib mir das mal alles. Hier ist noch eine Truhe. Du warst es aber scheinbar auch nicht. Sonst wärst du mir angezeigt worden. Hier ist sonst nichts, ne? Nicht, dass ich was übersehe. Ich laufe hier schon wieder viel zu schnell durch und lass mich schon wieder von irgendwelchen Erzählungen ablenken. So wollte ich das sagen. Ha, noch mehr von denen. Noch mehr Kobolde. Ha! Hast du mein Schild getroffen, mein Freund? Lass gut sein. Oh, immer diese Bombenwerfer, ne? Ey. Tilly, ich möchte bitte, dass du den erstmal erledigst. Danke. Mann, Alte. Die tut echt, was sie will, ne? Und jetzt den hier. Der nervt nämlich mit seinen Granaten. Geht doch. Na los, greif an. Der ist aber weit und lang geflogen, du. Den habe ich noch so im Augenwinkel mitgekriegt. Wo führen jetzt diese Türen hin? Keine Ahnung, ich mache sie mal auf. Okay, in welche Richtung? Falsche Richtung.
Oh, schön. Reparaturkit könnte ich auch mal wieder verwenden, ne? Meisterhammer. Hammermäßig. Oh, und das waren sie. Das war... Nee, das war ein Relikt. Das war's jetzt. Schlüssel und Karte entfernt. Und da war... Aber da war doch nichts drin. In dieser Truhe. Also in allen anderen Truhen war mehr drin als in dieser einen Truhe. Das Spiel macht einen fertig. Sagt ihr das? So. Hier oben gibt es sonst nichts mehr? Nein? Nö. Du hast momentan keine aktive Quest. Ja, das weiß ich. Allerdings möchte ich jetzt erstmal hier wieder raus. So mehr oder weniger. Komme ich hier heraus? Scheinbar. Werden wir sehen. Oh Mann. Sehr fein. Ja, dann wäre das jetzt auf jeden Fall, also die Geschichte um diese Gräber der Familie Asta wären dann jetzt endgültig erledigt. Würde ich mal so sagen. Und dann kann ich jetzt in der nächsten Folge, denke ich, rüber nach die Türe, oder? Weil ich habe mal in meinem Inventar so ein bisschen durchgeforscht und so viel an Freimännerarmbänder habe ich gar nicht. Ich muss sie wohl zu Plunder gepackt haben, weil ich habe ja einiges an freien Männern. Wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Laufe ich jetzt hier im Kreis oder was? Ich habe ja einiges an freien Männern eigentlich erledigen müssen. Aber ich habe wahrscheinlich einfach die Armbänder zu Plunder gepackt und dann übers Plunder verkauft. Ich glaube, ich bin vorhin wirklich im Kreis gelaufen. Na egal. Das ist, wenn man versucht zu reden und gleichzeitig irgendwas anderes zu machen. So ist das und so kommt das halt. Und von daher würde ich sagen, brauche ich nicht unbedingt. Das war ein Item, kann das sein? Item? Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. Jetzt würde ich mal meinen, lass mich mal eben hier diesen Punkt wegmachen. In der nächsten Folge, ja, geht's rüber nach die Türe. Ja. Und zwar über den Siede, so wurde mir ja empfohlen. Das heißt, ich werde, könnte mich ja schon mal, nein, mache ich nicht. Ich werde erst noch die ganzen Sachen hier, die ich im Inventar habe, entfernen und verkaufen, was weiß ich. Und gehe dann hier runter mir. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es durch runter mir rüber nach die Türe. Und was ich witzig finde, ja... Also was mir aufgefallen ist, ich habe in Dellentat, ja, nämlich in Kanerok ein Haus gekriegt. Ich habe eine Bleibe in den Eratel-Ebenen bekommen. Und zwar direkt in Rathir. Zwar in einer Höhle, aber ich habe ein Heim. Kriege ich auch eins in die Türe? Das wäre interessant. Ja, das da bin ich mal gespannt und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf die Türe. Das ist mal eine andere Gegend als die Eratel-Ebenen. Ja, aber das halt alles erst in der nächsten Folge. Bis hierher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!